Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter. Zwischen der Freiheit und der Freizeit stehe nur noch ich. Also jetzt muss ich mich sputen. Ich wurde ja heute ein paar Mal gefragt und DAX-Konzerne und so. Und ja, ich mache ein bisschen einen Blick, natürlich auch aus Sicht der etablierten Unternehmen, möchte aber eigentlich auch etwas argumentieren, dass ich glaube, dass technologische Innovation, marktliche Innovation und soziale Innovation im Grunde zusammengehören. Paar Worte zum Thema Fragezeichen Deutschland im Sandwich, dann Herausforderungen technologischer und sozialer Innovation, Arbeitswelten der Zukunft und ein paar ausgewählte Handlungsfelder. Für mich ist das ja immer so eine Diskussion, wo ich sage, eigentlich steht Deutschland tatsächlich in einer Stück Rolle drin, auf der einen Seite als Maschinenhaus zum Maschinenhaus China. Und wenn Sie den Karl Schlecht fragen, warum er die Firma Putzmeister verkauft hat, sagt er, weil Betonmischanlagen in China genauso gut von Sany hergestellt werden, die chinesischen Ingenieure genauso gut sind und die inzwischen auf der ganzen Welt die kleinen Putzmeisters aufkaufen. Und auf der anderen Seite das digitale Haus der USA. Und dann wird es hybride, nämlich China wird auch eine digitale Macht und Amerika reindustrialisiert auf hohem Niveau. Ich konnte mir das in den Fabriken von General Electric angucken. Die einen gehen halt in Silicon Valley, die anderen gehen halt, so wie ich als alter Dinosaurier, gucke ich mir General Electric an. Und dann ist eine interessante Frage. Im Fünfjahresplan in China vor 3 Jahren stand drin, wir müssen im Grunde Kompetenz auf dem Gebiet der Robotik entwickeln. Und dann ist es ganz selbstverständlich, dass man sich die Robotikhersteller dieser Welt anguckt, entweder make or buy und in dem Fall halt buy. Wenn man dann auf der anderen Seite Deutschland sieht, da sagt der Herr Zetsche etwas vollmundig, manche sagen auch ein bisschen großkotzig, wenn man die Automobilindustrie abzieht, bleibt nicht viel übrig in Deutschland. Wenn dann das Center for Automotive Management sozusagen die 4 größten Innovationen der letzten 10 Jahre im Automobilbau anguckt, dann ist der Toyota Mirai, erstes Brennstoffzellenauto in Serie, das Tesla Model S, erstes Elektro-Luxus-Auto, der Toyota Prius Plug, und dann kommt der Staubfolgeassistent von Daimler. Und das ist, ich habe das heute Morgen gesagt, der VW Müller, das ist eine interessante Frage, wie viel Sensorik haben eigentlich Etablierte für das, was sich verändert? Sie sehen im Grunde die Verkaufszahlen der Large Luxury Cars in USA 2015. Sie sehen, dass der Porsche Panamera 13,2% absackt und Tesla 50% wächst, in absoluten Zahlen enorm. Und der heutige CEO VW sagt, ich kann nichts über Tesla sagen, darüber weiß ich nichts. Und Tesla-Verluste amüsieren den Porsche-Chef. Also das sind so diese Fragen, wenn man sieht, wie sich die Welt entwickelt von beiden Seiten und auf der anderen Seite, wie viel Sensorik hat eigentlich die etablierte Wirtschaft, dann kann es einem schon ein bisschen mulmig werden. Und wenn man dann so anguckt, wie die DAX 30 heute, die großen Giganten dastehen, ob sie sich präventiv erneuern, radikal neu orientieren oder im Überlebenskampf, dann ist im Grunde aus der einst blühenden Bankenbranche der Republik sind im Grunde nur noch 2 übrig geblieben. Die Deutsche Bank, die in Sanierungsfall ist, und die Commerzbank, die am Tropf des Staates hängt. Die einst blühende Energiebranche muss sich aufspalten, weil die alte Kultur neues Geschäft nicht mehr möglich macht. Die Lufthansa ist in einem Art Endkampf. K&S ist in einer Überlebensfrage. ThyssenKrupp kämpft immer noch. Also 10 von DAX 30. Und das sind die Skalenunternehmen, stehen in einer schwierigen Situation. Und natürlich, und das ist eine Diskussion, die kann man trefflich auch andersrum führen, nämlich die Frage, wir haben einen harten realwirtschaftlichen Hintergrund. Natürlich ist die Smart Factory, ist die kluge evolutionäre Weiterentwicklung dessen, was wir in Deutschland haben. Aber schon Siemens sieht an seinen Gasturbinen, dass es mit Embedded-Software-Lösungen kein Geld verdient. Das heißt, das Thema Digitalisierung oder Smart Products, das ist ein Weg, aber er monetarisiert eigentlich im Augenblick noch kaum. Und dann die Frage der branchenübergreifenden digitalen Service-Plattformen, die sozusagen, wo wir ziemlich arm sind in Deutschland.
Der Jeffrey Immelt hat es ja wunderschön gesagt, you go to bed as an industry company and you wake up as a software company. Als wir vor 3 Jahren überlegt haben, ich wollte so eine Grillbürste für unseren Grill kaufen, und dann bin ich in Amazon gegangen, da gab es irgendwo 7 Hersteller aus China für 2 bis 3 Euro Stahlbürsten, dann gab es die berühmte Weber'sche Stahlbürste für 12,78 Euro und dann gab es den Grillbot aus USA für 142,98 Euro, heute 89 Euro. Wir haben den Grillbot gekauft, die Drahtbürsten sind austauschbar, in die Spülmaschine gesteckt und wir haben nichts mehr an Dreck an den Fingern und die Edelstahlbürste, wo sicherlich mal in Solingen 2, 3 Firmen da waren, die Grillbestecke gemacht haben, die sehen sich mit diesem Thema konfrontiert. Und jetzt Thema Arbeitswelt der Zukunft. Überlegen Sie einfach mal kreativ, wie sehen die beiden Arbeitswelten aus dieser Firma? Wie sieht die Arbeitswelt aus der dreiseitigen Grillbürste? Und wie sieht die Arbeitswelt des Grillbot aus? Und da kommen ja Bilder hoch. Das eine ist eher weiß und das andere ist Blaumann. Das eine ist Produktion, das andere ist Entwicklung. Das eine ist Software und das andere ist Metall. So. Und das sind im Grunde die Herausforderungen, wo im Grunde der Mittelstand steht in Deutschland. Und ich habe das heute Morgen gesagt, und das hier ist die KfW-Untersuchung zum Innovatorentum im Mittelstand. Das ist die Entwicklung, die blaue Kurve ist noch die ordentliche Kurve. Das sind die Prozesse und Rationalisierungs- und Effizienzinnovationen. Die dunkelgraue Kurve sind die Produktinnovationen und die obere Kurve sind die Zahl der Innovatoren generell. Und diese Untersuchung ist musterähnlich zur Untersuchung des ZDW an der Universität Mannheim oder des EFI-Reports von Professor Harhoff, der dieses Jahr 2016 im Bundestag vorgelegt hat. Also wir haben natürlich tolle Hidden Champions, aber auf der anderen Seite in einer aggregierten Art und Weise sieht man, dass es so dolle nicht ist. Und frech wie ich bin, gerade in einer technischen Universität, muss man ja was zur Herrschaft der Ingenieure sagen. Und hier ein Zitat eines Mitarbeiters von Volkswagen: Ingenieure haben eine eigene Welt erschaffen, sagt einer, der lange im Konzern ist. Niemand hatte den Schneid, darauf hinzuweisen, dass auch Ingenieure fehlbar sind und dass auch dort Recht und Gesetz zu gelten hat. Und der RWTH-Chef Schwachtenberg sagt, der Dieselskandal war halt ein Unfall, vergleichbar mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Nur damit man auch, sagen wir mal, wenn ich über Arbeitswelten spreche, spreche ich auch über Diversität. Und die Frage, was Monokulturen, wenn sie dominant und prägend sind. Übrigens, ihr wisst nicht, wie man richtig misst. Das waren die Antworten der VW-Ingenieure auf die Nachfragen der Umweltschutzbehörde CARB in der New York Times ellenlang darüber berichtet. Und natürlich stellt sich dann so die Frage, Vielfalt statt Einfalt, gelingt es, die Pfadabhängigkeit der deutschen Wirtschaft aufzubrechen? Schreiben wir die Monokultur Industrie und Maschine fort? Verdrängen wir die Diversität neuer oder anderer Basistechnologien? Konzentrieren wir den Talentpool auf Ingenieure und Ökonomen? Normieren wir in den Firmen Talentmanagement und Personalentwicklung? Klonen wir an der Spitze von Monokulturen? Und haben wir ein Maschinenmodell von Bildung, Arbeit und Führung anstatt eines Kreativmodells? Und das sind sicherlich Fragen, die ich jetzt hier schwarz-weiß und überspitzt formuliere, aber die ich deswegen so formuliere, damit Sie schlicht und einfach, wenn Sie nachher nach Hause gehen, nochmal die eine oder andere Sache nochmal in der S-Bahn hängen bleibt und sagt, haben wir denn wirklich eine Monokultur in diesem Lande? Und wenn wir sie haben, was löst die eigentlich aus? Herausforderungen technischer und sozialer Innovation. Und das ist eine tiefe Grundüberzeugung von mir, dass das Zwillinge sind. Der Tom Malone vom MIT hat das sehr schön zusammengefasst. Einige der wichtigsten Innovationen entstehen nicht durch neue Technologien, sondern durch andere Arten zusammenzuarbeiten und Arbeit zu organisieren. Und wenn man so anguckt, was in der Welt sich tut, und dann hat das dann sind das Signale am Horizont, das hat damit zu tun, dass Firmen Räume, Zeiten und Prozesse für innovatives Arbeiten einräumen, dass Hierarchien ärmer werden, dass das Thema Demokratie in Unternehmen plötzlich diskutierbar wird, lockere dezentrale Koppelung anstelle monolithischer Strukturen,
dass die ganze Frage der Souveränität und Selbstverantwortung in der Arbeit, mit wem arbeite ich, wann arbeite ich, wie arbeite ich, diskutiert wird. Und last not least das Thema Open Innovation und Open Space. Und wahrscheinlich noch 17 andere Dimensionen, die jetzt nicht auf diese farbige Chart passen. So, und das ist natürlich gerade, ich habe das ja selber erlebt, ich bin ja bei Gott kein Demokrat gewesen als DAX-Vorstand und viele meiner Kollegen auch nicht. Aber wir sind immer stärker an die Grenzen unserer Art, wie wir führen, gekommen. Wir haben immer stärker gesehen, dass wir Komplexität nicht mehr so bewältigen können und dass die alte Unternehmenskultur eigentlich uns auch an die Grenzen des alten Geschäftsmodells führt. Egal, ob das bei der Conti war oder bei der Telekom und erst recht bei der Lufthansa. Die Lufthansa diskutiert heute noch die gleichen zentralen Themen, die sie, als ich ging, 1999, 2003 diskutiert hat. Und immer noch nicht sind sie gelöst im Geschäftsmodell. So, und das natürlich diese ganze Frage, und ich erinnere an den Richard Florida, der mal gesagt hat, eigentlich, es sind drei T's, ich habe es mal um ein viertes erweitert, Technology, Talent, Tolerance and Participation, oder auf Deutsch Teilhabe. Die Frage, wie technologienaffin sind auch Nicht-Technologieunternehmen, wie talentmagnetisch sind sie, wie tolerant zu Vielfalt sind diese Unternehmen und wie beteiligen sie die Menschen am Unternehmensgeschehen, werden Schlüsselfragen für neue Arbeitskulturen. Lassen Sie mich ein paar Worte sagen zu Arbeitswelten der Zukunft. Und nachdem Professor Picot hier sitzt, und ich habe ihn ja gefragt, ob ich was verwenden darf aus seinem wunderbaren Vortrag, denn besser kann ich das gar nicht machen, den er auf einer Konferenz vor ein paar Monaten gehalten hat, Arbeitswelten der Zukunft. Aber lassen Sie mich zuerst anfangen. Es gibt interessante Diskussionen zu diesem Thema Arbeitswelten der Zukunft. Und zwar auf der einen Seite so, es ist eine Studie, Expertenstudie in Deutschland sagte, es wird in Zukunft zwei Typen von Unternehmen geben, Fluid Companies und Caring Companies. Und die Caring Companies, die haben das Thema Bindung sozusagen als zentrales Thema, sind oft auf dem flachen Lande, sind oft Mittelständler, müssen oft im Grunde heimatähnliche Strukturen anbieten, damit Menschen überhaupt in der Fläche bleiben und nicht wegkommen. Und Fluide Company sind im Grunde Companies, die ständig professionell anziehen und abstoßen von Jobnomaden, von Freelancern, von kreativen Projektexperten etc. Das ist so eine Betrachtung der Dinge, aber wahrscheinlich gibt es da eine ganz breite Grautöne in diesen Themen. Aber dieses Thema der Fluidisierung ist mit Sicherheit ein ganz zentrales Thema, das kommen wird für größere Unternehmen, insbesondere auch in den Metropolen. Und im Grunde das Thema Caring ist ein Schlüsselthema des deutschen Mittelstands. Warum soll ein Ingenieur der Hochschule München nach Ostwestfalen-Lippe gehen? Also das ist ja dann die Frage, die hier beantwortet werden muss. Was hält und bindet in der Feinmechanik im Schwarzwald oder in Ostwestfalen-Lippe? Was hält, bindet Talent dort? Und deswegen dieses Thema der Caring Company. Ja, wie verändert sich die Arbeitswelt? Natürlich wird sich das Zeit- und Ortsprinzip für den Arbeitsplatz signifikant auflösen. Es wird im Grunde im Sinne Fluid oder Caring, es wird eine Verstärkung der Bindung oder eine Auflösung, eine Fluidisierung der Bindung geben, eine Teilautomatisierung auch für anspruchsvolle Arbeit, insbesondere die Routinetätigkeiten sind, ein signifikanter Rückgang von manueller und kognitiver Routinetätigkeiten auf mittlerem Qualifikationsniveau. Das heißt, nicht nur die Mitte schwindet da ein Stück. Manuell und kognitiv komplexe Nicht-Routine-Tätigkeiten werden schwer automatisierbar sein, da oftmals ein hohes Maß an sozialer Intelligenz, Kreativität und Feinmotorik da ist, wie zum Beispiel Gesundheits- und Sozialwesen, Forschung, lokale Dienstleistungen, wie beispielsweise Friseure. Aber eines ist auch klar, dass das Thema Crowdwork ein ganz wesentliches Merkmal werden wird digitaler Arbeit. Und das Crowdwork wird eine Art Speerspitze sein der menschlichen Wertschöpfung in der Ära der Digitalisierung. Also offene Aufrufe, Selbstselektion, freiwillige Teilnahme via IT-Plattformen und mit digitalen Arbeitsmitteln. Es gibt eine Studie,
über die ungefähr 100.000 Krautwerker, die es heute in Deutschland gibt. 3/4 der Krautwerker haben Fachabitur, 80% der Krautwerker arbeiten nebenberuflich. Sie haben 1/3 des Gesamteinkommens, beziehen sie durch Krautwerk. Microtask-Aufgaben werden überwiegend von Studenten gemacht, Designaufgaben überwiegend von Freelancern. Insgesamt 40% Freiberufler, 30% abhängig Beschäftigte, 20% Studenten. Aber das ist eine Entwicklung, die in Amerika das 50-fache hat, inzwischen heute schon. Also insofern ist das im Grunde eine Entwicklung, die heute zart beginnt und signifikant anwachsen wird. Wobei es verhängnisvoll wäre, heute vom digitalen Prekariat zu sprechen. So wie es ein industrielles Prekariat gibt, wird es auch ein digitales Prekariat geben. Aber das wird irgendwo nach dem, was wir wissen, irgendwo bei 15-18% liegen, so wie im industriellen Bereich. So, jetzt kommen meine Anleihen, lieber Herr Professor Picot, bei Ihnen. Sie haben das wunderschön beschrieben. Sie haben 3 Szenarien, insofern, wenn der DGB-Chef schon vom digitalen Proletariat spricht, und schon ein nicht vorhandenes Krautwerk tarifieren möchte, da sage ich als altehrwürdiger Arbeitsdirektor, Hände weg. Zuerst mal Innovation, soziale Innovation wachsen lassen und dann sieht man, ob es überhaupt normierungsbedürftig ist in irgendeiner Form, aber etwas schon im Beginn zu ersticken. Und wir müssen eines ja wissen, das ganze Gesetz zum Thema Werksverträge, das trifft im Grunde auch 1 Million von Freelancern. Und diese 1 Million Freelancer, davon sind 60% digitale Freelancer, die keine Lust haben, nach 18 Monaten Siemensianer zu werden. Also das sind, und gerade die Freelance-Arbeit ist natürlich ein Schlüsselthema sozusagen auch für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen, weil sie externe Perspektiven mit reinbringen. Also hier ist ein ungeheuer wichtiges Thema, glaube ich, dass wir in diesem Lande wirklich mit diesen neuen Formen der Arbeit experimentieren, dass wir Freiräume lassen und nicht mit dem deutschen DIN A4-Prinzip gleich drüber gehen und sagen, wir müssen das auch nochmal tarifieren. Ja, Sie haben Herr Professor Picot, 3 Szenarien formuliert. Das erste, der selbstbestimmte Freelancer mit Virtual Working Place, virtuelles Arbeiten, mobiles Arbeiten, erlaubt paralleles Arbeiten an verschiedenen Projekten und vieles andere mehr, also parallele Arbeitswelten. Das ist sicherlich ein Szenario der Zukunft. Ein zweites, das würde sozusagen die Frau Benner von der IG Metall die Amazonisierung nennen, die an der elektronischen Leine, die Überwachung menschlicher Tätigkeit auf Basis von Sensoren, Lokalisierung des Standards über GPS, Kontrolle, Steuerung der Arbeit, Dokumentation von Arbeitsabläufen, Anweisen, Qualitätskontrollen in Echtzeit, Vorgabe genauer Zeiten und für Toilettenaufenthalte und Pausen. Also das im Grunde klassische refa-basierte Industriearbeit, nur im digitalen Zeitalter. Natürlich hohes Performance-Management und die Szenario 3, sozusagen das, was heute Royal Dutch Shell macht. Royal Dutch Shell konfiguriert Arbeitsteams relativ rasch aufgrund der Social Footprints, die da sind und der Verfügbarkeit, der Lokalität und vieles andere mehr und kann sozusagen in geringster Zeit ein Arbeitsteam aufbauen, das beispielsweise in Manila, wie in dem Beispiel gesagt, ein Callcenter aufbaut. So, dass diese Szenarien, von denen wir nicht wissen, wie sie greifen werden, die werden natürlich Fragen aufwerfen. Die Machtsymmetrie zwischen Auftraggeber und Krautwerker oder die Machtasymmetrie zwischen Auftraggeber und Krautwerker. Die Frage, wird es ein fair regulierter Vergütungswettbewerb oder ein Vergütungswettbewerb nach unten? Hat der Mensch noch Dispositionsspielräume und wird an Ergebnisorientierung oder wird über People Analytics ein lückenloses Tracken von Bewegungen, Tätigkeiten und Resultaten ermöglicht? Gibt es eine ausgehandelte Arbeitsanalytik für Produktivität oder eine subtile Big-Data-Analytik für Produktivität? Wie ist die Transparenz des Reputationssystems und der Zertifizierung? Werden auch gute digitale Arbeitgeber zertifiziert oder wird im Grunde nur das Reputationssystem für die Krautwerker aufgebaut? Ist es ein einseitiges, asymmetrisches Reputationssystem? Gibt es einen selbstbestimmten, souveränen Zugang zur Arbeit oder einen unbegrenzten Zugriff auf Arbeit?
Meine Damen und Herren, welche Arbeitswelt der Zukunft kommt, das wissen wir alle nicht. Wir wissen nur eines, wir können an ihr basteln. Und die Art und Weise, wie wir heute handeln, gestalten und tun, damit gestalten wir Arbeit der Zukunft. Das Schlimmste wäre, das in irgendeiner Form den Gesetzgeber zu überlassen, der im Grunde diese Themen dann für uns irgendwo reguliert, sondern wir bauen die Arbeit der Zukunft. Und das sind im Grunde Gründerinnen und Gründer ganz zentral damit, weil sie unter Beweis stellen, dass es ganz andere Arbeitsformen gibt, die klug, menschengerecht, freudemachend und vieles andere sind. Lassen Sie mich zum Schlusspunkt kommen, ausgewählte Handlungsfelder der Transformation. Das Allerwichtigste, und als jemand, der aus einem etablierten Unternehmen kommt, wir brauchen Disruptoren in Führungsetagen. Wir haben alle gesehen, was es heißt, die Böcke zu Gärtnern zu machen, wie bei der Deutschen Bank mit Fitschen und Schein. Jetzt tut sich E.ON und RWE, die ernennen sich zu den neuen CEOs der NUKOs. Das ist im Grunde jenseits von Good Governance. Und wir sehen, in welche Probleme VW reinrutscht, sozusagen. Im Grunde, im Kern, Unternehmen in Transformation brauchen einen signifikanten Anteil von disruptionserfahrenen Top-Leuten, die dieses Unternehmen steuern zu können. So, lassen Sie mich ein paar Worte sagen zu den Trampelpfaden der Innovation. Wir haben heute sehr viel über Gründung gesprochen. Und ich bin selber Schirmherr des New Work Awards. Und ich sehe, dass ganz viele dieses frischen Mittelstandes experimentiert mit dem Thema Vergütungstransparenz, rollierende Geschäftsführung, andere Form der Führungsorganisation, Abschaffung von Hierarchien. Übrigens nicht nur in den Softwareschmieden, sondern auch in etablierten Maschinenbauunternehmen, wie in der Firma HEMA auf der Schwäbischen Alb in der vierten Generation Maschinenbauunternehmen. Also da wird ungeheuer viel gemacht und eigentlich kann man den jungen Gründerinnen und Gründern oder den älteren Gründerinnen und Gründern nur raten, sozusagen soziale Innovation in die Unternehmens-DNA mit aufzunehmen und das Experimentieren mit sozialer Innovation. Das zweite Thema, und das betrifft insbesondere die Etablierten, die ganze Frage, müssen wir in den etablierten Unternehmen Experimentierfelder für New Work machen? Muss es beispielsweise Bereiche geben, wo man sagt, da werden Führungskräfte gewählt und es gibt Bereiche, da werden sie nicht gewählt und wir schauen mal, was passiert. Und ein solches soziales Experiment dauert 3 Jahre und dann machen wir eine begleitende Aktionsforschung und machen eine Bilanz, was ist gut und was ist schlecht. Wie geht man um mit dem Thema Vertrauensurlaub? Wie geht man um mit dem Thema Vertrauensarbeit? Und vieles andere mehr, keine flächendenkende Umsetzung, sondern experimentieren und zu sagen, was löst denn diese Kulturinsel aus? Natürlich auch die ganze Frage, und Reithofer bei BMW hat es ja trefflich in seinem Kapitalinterview gesagt, dass er eigentlich ein eigenes Innovationsterritorium für den i3 geschaffen hat, mit eigenem Werksausweis, mit einer ganz anderen flachen Hierarchie, mit einer hohen Souveränität der Mitarbeitenden. Und er hat gesagt, wenn ich keine eigenen Werksausweise eingeführt hätte, hätte ich mich gegen die Benzinfraktion in der Vorstandschaft, der Gewerkschaft und der Ingenieurschaft, alle drei hören mit Schaft aus, ist ein Begriff aus dem Bergbau, hätte ich mich nicht durchgesetzt und das kleine Pflänzchen i3 hätte sich über die Krise 2007, 2008 nicht gerettet. Also Kannibalisierung, eigenes Innovationsterritorium schaffen. Viertens, Nestle und Nespresso, Abspaltung, Aufspaltung oder was E.ON heute macht, das Thema Oldco und Nuco. Übrigens ein Modell, das von vielen tradierten, etablierten US-amerikanischen Firmen im Augenblick auch gemacht wird. Im Grunde eine Bankrotterklärung an die alte Kultur, aber man sagt, das Alte soll dann das Alte sozusagen effizient managen und in der ambidexten Organisationstheorie das Exploitation-Geschäft machen und das andere macht das Explorationsgeschäft, die Nuco. Oder die ganze Frage Ausbau und Aufbau kreativer Ökologien um einen Nukleus herum, was wir heute diskutiert haben, Nukleus um die Firma, Nukleus um die Hochschule, um ein industrielles Cluster, wie auch immer. Aber im Kern, Sie sehen, die Botschaft ist überall, technologische und soziale Innovation sind Zwillinge. Ich will jetzt nicht noch reingehen, aber diese ganze, man sieht es auch beispielsweise Ostwestfalen-Lippe, das sind eben nicht nur Technologiecluster, sondern das sind natürlich auch Cluster, ordentliches Gesundheitswesen,
ordentliche Bildungsinfrastruktur und vieles, vieles andere mehr. Also diese Frage der kreativen Ökologie ist eben mehr als nur Technik zu Technik oder Technologie zu Technologie, sondern Wissenschaft, Forschung, Gesundheitswesen, Bildungswesen zusammen. Und insofern haben da natürlich die Hochschulen aus meiner Sicht eine zentrale Aufgabe. Es ist eben nicht nur der Transfer über die Köpfe, es ist eben nicht nur Forschungskooperation und Auftragsforschung, sondern sie sind Co-Akteur in Clustern und das ist insbesondere ein Thema der Fachhochschulen auf dem flachen Land. Denn dort gibt es solche Nukleus nie und das flache Land läuft ja hohe Gefahr der Deindustrialisierung aufgrund der Landflucht und der demografischen Entwicklung bis dann hin zum Thema Inkubatoren und Ausgründungen aus den Hochschulen. Ich habe jetzt im Kern über das Thema Transformationskultur von Unternehmen gesprochen, komme damit auch zum Ende. Natürlich ist es nur ein Baustein in der ganzen Frage der digitalen Agenda. Es geht natürlich auch um das ganze Thema Innovationspotenzial von Wirtschaft und Bildung, die ganze Frage Fachkräftelücke, das Thema qualifizierte Einwanderung, das ganze Thema Hochschulentwicklung, das Thema Gründerhochschulen. Es geht natürlich auch um die digitale Souveränität. Das heißt, die Frage, wenn die erste Halbzeit haben wir ja wohl verloren in Europa und in Deutschland. Wie schaffen wir es sozusagen in der zweiten Halbzeit digitale, skalierte Kompetenz aufzubauen? Und es ist natürlich auch ein Thema des politischen Ordnungsrahmens, das digitale Schengen, das Thema Bürgerrechte, das Thema Wagniskapital und das Thema Security, das anzudocken ist. Und ansonsten bitte gern auf meiner Homepage weiterlesen. Ich tue mich jeden Tag dazu äußern. Recht herzlichen Dank. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Fragen, Kommentare. Ja. Ja, ich stimme Ihnen zu, dass wir in Deutschland auf der Vorstandsebene oder generell in Unternehmen zu viele, ich würde es mal sagen, Betriebswirte, MBAs haben, die eher verwalten statt gestalten oder Ingenieure, die inkrementell verbessern statt disruptiv zu sein. Ein weiterer Punkt, den Sie jetzt hier aber noch nicht angesprochen hatten, ist ja dieses große Thema des Plattformkapitalismus, der ja auch, denke ich, eine große Problematik darstellt, auch für unsere etablierten Unternehmen, wenn man versucht, Standards irgendwie zu setzen und sieht, dass die Standards jetzt in neuen Bereichen, ob das jetzt Industrie 4.0 oder was auch immer ist, ja, sehr häufig durch die Software, durch den Code, durch die Fakten geschaffen werden und wir in dem Bereich ja sehr häufig eher im Hintertreffen sind derzeit. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger kritischer Punkt. Ja gut, ich meine, die ganze Frage, egal ob es Amazon ist oder Airbnb, sozusagen die Plattformstrategien ohne reale Assets, auf relativ kleinen digitalen Plattformen. Und natürlich werden die, ich sag mal simpel Wahrspruch, gibt es auf dieser Welt 400.000 Hotelreservierungsagenten in den Hotels oder wahrscheinlich noch mehr, 4 Millionen. Und Airbnb hat da 400 Leute, die auf einer digitalen Plattform das packen. Das hat natürlich auch Konsequenzen für das System Arbeit, aber hat natürlich auch, stimmt genau die Frage, wer hat denn die Macht in dem System? So, und deswegen, ich bin da ja auch jemand, der sagt, das Thema Industrie 4.0 ist ein ganz zentrales Thema für Deutschland. Aber die Machtfrage wird möglicherweise über die Frage entschieden, wer ist kompetent in der digitalen Plattformstrategie. So, da dürfen wir den Anschluss nicht verlieren. Hallo Herr Sattelberger, Sebastian Hust, Firma TalentCube. Meine Frage geht an Ihre Vergangenheit. Sie haben einen großen Schwerpunkt im Bereich Personal gehabt in Ihren früheren Positionen und Personal gilt ja immer so als eine Abteilung oder HR, gerade in den Unternehmen, in denen Sie unterwegs waren, dass er eher mal stiefmütterlich behandelt wird und nicht aufgrund Ihrer Innovation glänzt. Was haben Sie denn konkret gemacht, um bei der Telekom oder bei der Lufthansa Innovation zu fördern im Bereich HR und Personal? Also ich liebe ja verrostete deutsche Marken, weil man da am meisten anpacken kann. Ja, ich meine, Schönwetterkapitän in Expansionsfirmen zu sein, das ist relativ trivial. Ich war ja in der Zeit der Privatisierung der Lufthansa bei der Lufthansa. Die Frage der Privatisierung der Vergütungssysteme. Die Frage der meritokratischen Talententwicklung.
Ich habe die erste Corporate University Deutschlands gegründet, die Lufthansa School of Business. Das war im Grunde ein Club der toten Dichter für Talent. Und zwar nicht nur für Talent, junges Talent, sondern quer durch. Oder wir haben im Grunde Bildung gemacht, da hat der Strategiechef und die Stewardess zusammengesessen. Also das waren im Grunde fast ein Stück Simulationen. Heute plädiere ich ja für echte Experimente. Damals waren es sozusagen Simulationen, die auf eine Zukunft hingegangen sind. Bei der Telekom, ich kann Ihnen sagen, wir hatten 2000 Menschen in den Produkten Innovationsbereich mit Arbeitszeitsouveränität. Verdi hat die in den Tarifvertrag überführen wollen. Wir haben sozusagen im Häuserkampf, das hat letztes Mal Hewlett & Packard in den 80er Jahren in Böblingen hinbekommen. Im Häuserkampf mit jedem einzelnen Mitarbeiter 2000 einzelvertragliche Regelungen gemacht, damit die Arbeitszeitsouveränität nicht kommt, sondern erhalten bleibt. Also solche Themen sind mir schon sehr, sehr geläufig. Ich habe eines nicht hingekriegt. Ich wollte am Schluss die Telekom School of Transformation machen. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, die UBS hat gerade in Singapur ihr fünftes Zentrum entwickelt, wo sie People Development und Technologieentwicklung zusammen machen. Also sozusagen wirklich soziale und technologische Innovation. Das habe ich zu spät angefangen und dann ging ich halt in den Ruhestand. So, aber das waren immer meine Themen, die mich beschäftigt haben. Übrigens nie ein tolles Unternehmen zu machen, sondern immer nur das Unternehmen, in dem ich war, in die nächste Evolutionsphase zu bringen. Also wir haben heute jetzt in den Vergleichen oft gehört, Deutschland, Amerika, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen normalisieren. Wir haben hier 80 Millionen Einwohner, da drüben gibt es, glaube ich, 400. Das ist, glaube ich, auch schon mal, wenn man Zahlen vergleicht, wichtig, wenn man das anschaut. Die andere Frage, die ich aber dazu hätte, ist, wir sollten ja vielleicht auf europäischer Ebene denken. Wir denken hier Deutschland, heute haben wir schon gehört, föderal, zum Teil sehr stark. Welche Initiativen gibt es eigentlich hier auf europäischer Ebene? Ich meine, wir haben ja das Sprachenproblem, wir haben das Problem der Gewerkschaften in Frankreich und in England, wo ja auch Innovation sehr stark behindert wird. Gibt es da Initiativen auf europäischer Ebene, die das Ganze auch nochmal fördern? Oder auch für deutsche Unternehmen das Ganze einfacher macht? Also da würde ich vielleicht fast sogar den einen oder anderen Kollegen vom Münchner Kreis oder den Professor Dowling und Professor Picot bitten, weil da bin ich nicht sonderlich gut bewandert. Aber mich animiert Ihre Frage zu einer Vorbemerkung. Ich habe nur über einen geschäftspolitischen Vergleich gesprochen. Ich habe nicht über den Vergleich der Sozialsysteme, der Politiksysteme und sonst was gesprochen. Und der Wettbewerbsvorteil einer Nation ist ja nicht nur sozusagen die Innovationskraft der Wirtschaft, sondern auch sowas wie die Einkommensspreizung oder nicht so starke Einkommensspreizung, Bildungssystem für viele etc. So, da wird Deutschland natürlich ganz anders dastehen. Nur das als Vorbemerkung, kann mir jemand zum Thema Europa helfen? Arnold, gibt es da Arbeiten europamäßig zu diesem Thema? Mir im Moment nicht geläufig, dass es da eine vergleichende tiefschürfende Untersuchung gäbe oder auch jetzt Initiativen seitens der EU, dass man da irgendwie sich stärker angleicht. Aber ich würde schon vermuten, dass es was gibt, nur ich kenne es im Moment nicht. Wir haben im Münchner Kreis einen Arbeitskreis gegründet zu diesem Thema für Rahel Neuburger. Wer Interesse hat, da mitzumachen, kann gerne uns bei uns melden. Ja, ich wollte hier nur zum Europathema ergänzen. Es gibt natürlich starke große Projekte der Entwicklung. Und da arbeiten viele Firmen in Europa zusammen, zum Beispiel an der neuen Generation für die Batterien, die für die Autos sehr wichtig sind. Für Entwicklungsthemen schon, ja. Ich glaube, hier ist keiner im Saal, der gerne noch mehr von Ihnen hören würde. Sie stehen hier wie ein Prophet. Aber wie gelingt es Ihnen, in der verstaubten Öffentlichkeit zu überzeugen und vor allen Dingen Follower zu gewinnen? Naja, ich meine, die interessante Frage, erstens habe ich ja immer gleich konzentriert, dass das sehr schwarz-weiß ist und die Übergänge sehr viel grau. Aber das möge Sie zum Denken anregen. Ich glaube, dass wir über die ganze Frage der sozialen Innovation der Arbeitswelt, wenn wir andere Bedingungen schaffen in etablierten Unternehmen,
Freiräume für Mitarbeiter, mehr Souveränität, andere Formen der Führung, andere Formen der Organisation, dass wir auch wieder ganz andere Kreativitätspotenziale erschließen. Und das ist natürlich zutiefst ein Thema der mittelständischen Chefs und Chefinnen, derer, die im Konzern das Sagen haben, etc. Und da merke ich schon, dass da ein Umdenken beginnt. Übrigens bei Konzernen früher als im patriarchalischen Mittelstand. Letzte Frage. Lieber Herr Sattelberger, würden Sie mir zustimmen zu folgendem Statement, dass es notwendig ist, dass man einen gesunden Egoismus praktiziert? Ja. Was ich damit meine ist, Sie sagen, diese Verbindung aus technischer und sozialer Innovation kann aus meiner Sicht nur stattfinden, wenn es auch eine regulatorische und gesetzliche Innovation gibt, gerade auch in Deutschland. Und die müssen wir hier in einem sehr bewusst gestalteten egoistischen Prozess für uns selber leisten. Wir stehen auch innerhalb von Europa in einem Wettbewerb. Ja, das ist mein Schlusswort dazu. Ich meine, der EFI-Bericht von Professor Harhoff, der hat ja in der Randbemerkung noch gesagt, dass wir bei dem Thema E-Government dastehen, wo vor 10 Jahren die Versprechungen begonnen haben. Beispielsweise. Also die ganze Frage des Kontaktes des Bürgers, des Gründers, des Unternehmens mit öffentlichen Instanzen. Das Thema Gesundheitskarte, das ist quälend. Natürlich, wir haben auf unterschiedlichsten Feldern, brauchen wir im Grunde den Fortschritt. Das hier war ja nur ein Fokus sozusagen auf das Segment der Wirtschaft. Hier sitzen Kollegen, die das ganze Thema Education und was heißt eigentlich, wie wird Bildung morgen gemacht? Und wie öffnen sich Bildungseinrichtungen für eine neue Form von Lernen, die digital enabled ist? Also all diese Bereiche müssen wir natürlich auch im Visier haben. So, jetzt wird die Herkulesaufgabe noch größer. Aber ich muss Ihnen da sagen, ich bin da immer ganz wohlgemut. Weil wenn es genügend Leute gibt, die anpacken wollen, können und dürfen, dann bewegt sich auch meistens. Und häufig braucht man nicht eine Mehrheit, sondern man braucht eine aktive Minderheit, insbesondere in den Eliten, die so ein Thema treiben. Und es braucht den Druck der Graswurzelbewegung. Also insofern sind solche Sachen wie eine Piratenpartei schade. Da war ja Druck in der Pipeline. Ne? Die solche Themen der Digitalisierung treiben bis rein in das Thema direkte Demokratie. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diesen Tag. Dankeschön.